einer Kurzintervention hat Herr Hilse das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Hier wird ja von jedem, außer von der Linken, das finde ich erstmal sehr gut, behauptet, dass hier bewiesen worden sei, dass Chemiewaffen eingesetzt worden sind. ZDF heute, jetzt nicht unbedingt ein von mir präferiertes Medium, welches hoffentlich nach den Landtagswahlen 2019 durch die Sachsen nicht mehr mit zwangsfinanziert werden wird, schrieb schon am 10.04., ich zitiere, dass UN-Mitarbeiter vor Ort keine Beweise für einen Chlorgasangriff gefunden hätten. Laut WHO wurde in der Region Menschen mit Atembeschwerden behandelt. Es kann aber nicht gesagt werden, ob diese durch Chemiewaffen ausgelöst wurden. Auch Mitarbeiter des UNHCR haben keine Erkenntnisse zu einem möglichen Chlorgaseinsatz. Ich kann also nicht nachvollziehen, wie Sie hier davon sprechen, dass nachgewiesen wurde, dass Chemiewaffen eingesetzt wurden. Sie reden immer davon, dass es nachgewiesen wurde. Wo sind denn die Beweise? Wo ist offiziell ein einziger Beweis vorgelegt worden? Also im Moment sollte es nach wie vor sein, ohne Schuld kein Urteilsspruch. Sie haben das Wort zur Erwiderung.